Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe aus der Diskussion zur Kenntnis genommen, dass, wenn man sozusagen differenziert hier argumentiert, dann irritiert man sozusagen die anderen Fraktionen, aber letztendlich bleiben sie bei ihrem vorgefertigten, festen, eingestampften Bild und kritisieren das dann auch noch. Also Kollege Müller habe ich so wahrgenommen, Kollegin Goldbach habe ich auch so wahrgenommen. Ich sage mal, ich weiß, egal wie wir machen es Ihnen nicht recht, dass der Innenminister sozusagen das alles anders bewertet, was ich gesagt habe, das überrascht mich jetzt nicht, weil Sie stehen unter Druck, Herr Innenminister. Von Ihnen und mit Ihrer Person ist die Aufklärung von NSU 2.0 sowas von verbunden, sowas von verbunden. Da kommen Sie nie mehr raus. So, und deshalb, meine Damen und Herren, ist das, was der Kollege Rudolph jetzt aufgeworfen hat, das ist die konkrete Frage. Herr Minister, Sie haben von 3 Abfragen gesprochen aus Polizeisystemen. Sind das nicht etwa 4 mittlerweile? Wenn Frau Bascha Yildiz, die in der Zwischenzeit umgezogen ist, noch nicht einmal ihren Nachbarn ihre neue Adresse mitgeteilt hat, aber in einem Drohschreiben von NSU 2.0, das identisch ist, weil die Beschreibung der Taz stimmt, das identisch ist mit den Absendern der über 80 Drohschreiben, die unsere Kollegin, die Frau Beider und die Frau Bascha Yildiz immer noch erhalten. Es gibt auch neue Drohschreiben gegen diesen Personenkreis. Dann frage ich, und in diesen Drohschreiben die Adresse, die neue Adresse von Frau Bascha Yildiz, die niemand bekannt ist und die offensichtlich ja gesperrt sein muss im System drinsteht, dann haben Sie zu erklären und dann haben Sie aufzuklären, warum das so sein konnte und wo das herkommt. Und da hätte ich gerne eine Antwort. Weil in der Tat ist mein Eindruck, dass die Ermittlungsarbeit nach wie vor eher im Laissez-faire-Stil stattfindet als in einem konkreten Aufklärungsstil. Wie kann es denn sein, dass Zeugen über Monate, weil sie Polizeibeamte sind, nicht verhört werden? Wie kann es denn sein, dass im einen Fall im Polizeirevier 1 die Polizeibeamtin als Beschuldigte geführt wird, in den anderen Fällen aber nur als Zeugen? Das sind doch Fragen, die auch beantwortet werden müssen. Und insofern, Herr Müller, insofern, das müssen Sie auch zur Kenntnis nehmen, finde ich, insofern erwarten wir Antworten. Und ich erwarte im Übrigen noch eine weitere Antwort von Ihnen, Herr Minister. Mitte Juli sei den Behörden dieses neue Drohschreiben mit der neuen Adresse von Frau Bascha Yildiz bekannt geworden. Herr Rudolph hat darauf hingewiesen, am 21.07. hatten wir die Sondersitzung des Innenausschusses. Jetzt gucken wir mal, was Mitte Juli ist. Für mich ist Mitte Juli um den 15. herum. Wir haben in dieser Sondersitzung des Innenausschusses, haben Sie dazu keine Stellung genommen? War Ihnen das zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt? Wann ist Ihnen das bekannt geworden, dass es mit der neuen Adresse entsprechende Drohschreiben gibt? Und wann werden wir informiert? Wir haben wieder die Situation, wie in allen anderen Fällen überhaupt wieder, in allen, die wir angesprochen haben, nicht nur bei NSU 2.0. Wir erfahren es aus der Zeitung, und vom Minister erfahren wir nichts. Und wir hätten gern jetzt und hier und heute eine Antwort von Ihnen.